30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Vielleicht. Guck. 6 Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen, einem beispiellosen, von der Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Special Agent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Kapitel 1. Polizisten suchen. Wie weit ist er denn gegangen? Keine Ahnung. Was hat er? Jemand zu Hause? Automatiktür. Primitiver Talisman. Das Urteil naht. Okay. Sorry, dass ich so reinplatze. Usua un policía. Vino aquí.
Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. 10 Schuss. Wechselt Messer, was ist das hier? Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castano, Polizeibeamter. Aha. A little bit of blood. Ich kann nicht irgendwie ausrüsten? Wahrscheinlich. Oh, was ist hier los? Ekelhaft. Warte, wir müssen nur die Agentur rein. Gucken, was da ist. Der war über keine Tür, das ist einfach nur Holz. Ich dachte, wäre eine Tür. Egal, mal gibt es zu essen. Boah, wie das riecht. Anscheinend nichts Gutes. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Die Karte. Wenn Sie sich einmal verlaufen haben oder nicht wissen, wo Sie hin müssen, kann ein Blick auf die Karte helfen. Dort können Sie Ihre Position sowie Ihre Ziele jederzeit einsehen. Haben Sie eine Schatzkarte, sind auch die Verstecke von Schätzen darauf bemerkt. Ja, okay. Aus der Jagd kommen. Gut. Was war das? Nicht dein Ernst. Langsam ist es nicht mehr witzig. Ich hab keine Munition. Ein Schuss. Den Schrank davor schieben. Steht doch dafür da.
Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier, wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Ich muss los. Melde mich. Ich find selbst raus. Und schon viel Blut. Ein ganz schön großer Rabe. Zeten. Hole. Money, money, money. Wo ist der? Wartet der hinterm Baum auf mich? Guck mal. Ich muss immer E drücken, weil ich denke, E ducken, aber ist er gar nicht. Ja. Gut. Ab zum See. Nicht gesehen. Verflucht. Okay. Normalerweise müsste er jetzt so. Das halbe Bein ab sein, so ungefähr. No me jodas.
Oh, guck mal, Kick konnte ich mal. Ah, rotes Kraut. Was ist denn? Was? Ja, Fernglas ist das. So. Oh, da hängt einer. Ach du Scheiße! Also könnte ich sie jetzt ein bisschen von hinten irgendwie attackieren, oder? Ja. Na so. Ich nicht anblicken, guck mal, warte mal. Dann mal los. Und toll. Ja. Natürlich praktisch. Ja.
Nee, Hammer, ein bisschen schlecht. Ja, Mann. Aber wieso muss ich denn jetzt? Ich verstehe nicht so ganz. Ja, die verbrennen den. Ach du Scheiße! Jetzt ist der Hund. Ist der Hund auch platt machen? Oh, kein Geld, ich brauch. Hier war noch ein Eingang, oder? Boah, der. Immer. Objekte schon, ja, ich weiß. Ja. Aber hier wird gar ja nichts herstellen. Ich brauche ja noch irgendwas anderes, genau. Wollte jetzt erstellen. Zack. Der geht ja nicht auf. Der sieht das schon so verdächtig aus, dieser Schrank. Ein Schlüssel brauche ich. Na dann, war da nur Geld drin? Schießpulver. Und ist das? Immer. Jetzt mal, machen wir mal aufs 6, ne? Komm hier, dann packen wir auf 6. Na, kann ich gar nicht. Oder? Wieso nicht? Schnellzugriff, komm her, ach so. Kann ich aber gar nicht. Achso, muss ich. Na gut, ich bin jetzt gestoppt. Dann mal los. Gibt's doch nicht, ey, diese. Ich stech dich ab, ey. Ja.
Mein Gott, ey! Jetzt kommt der Kettensäge. Guck mal, bis jetzt haben wir natürlich ein Problem. Deswegen hier. Dann aber natürlich auch, wo ich bin, also das ist kein Problem. Ja, alle her, ey. Wo ist der Typ mit der Kettensäge? Was ist jetzt? Abgeschmiert. Na, tolle Demo, abgeschmiert. Das wär's.